Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 52 von City Skylines. Und wir sind im Spiel. Und zwar ist es so, dass wir letztes Mal, wo war das denn hier hinten rechts, da wollten wir agrartechnisch was bauen. Wir haben das was hier schon eingerichtet, nur ich habe es nicht gefunden damals, die Zonen. Aber ich hatte diese Zone ja auch aktiviert und man muss dann diese Zone ganz einfach aktivieren und dann funktioniert das auch mit Agrar. Gut, mehr war das gar nicht und so einfach geht's, ne? Auch schön, oder? Gut, dann würde ich sagen, was machen wir weiter? Wir schauen eigentlich mal. Ach so, wir haben noch gar nicht Spielstart gemacht. Gucken zu, dass die hier irgendwie jetzt dann auch was bauen, ne? Das haben wir aber schon ausgewählt, ne? Ja. Und das läuft auch unter Industrie, denke ich mal, ne? Hier vorne haben wir noch was. Schauen wir mal gerade noch mal rein, wie die Bodenrichtwerte hier sind. Ja, da kann überall was hin. Und eigentlich müsste man schon hier noch so einen Feldweg reinmachen, dann, wenn das mit dem Feldweg das Richtige ist, oder? Ja. Glaube, den ziehen wir dann mal ruhig noch hin. So wirklich bauen wollen die da ja jetzt nicht, ne? Und was machen wir da hin? Aber eigentlich auch das, ne? Ist das da? Ah, da geht das nicht ganz auf. Na, soll auch nicht so schlimm sein. Ja, machen wir mal so alles hier jetzt. Das lassen wir weg. Vielleicht sollten wir hier noch mal irgendwie so zwei Läden hinmachen oder auch vier. Machen wir mal vier. Ja, dieser nicht, weil da kommt der schon wieder am Weg vielleicht rein, ne? Gut, da fährt einer mit seinem Hänger lang. Keine Ahnung, ein Bauer ist es sogar. Weil das ist ein Trecker. Er biegt hier rein. Und fährt bis dahin hin. Ich habe keinen blassen Schimmer, was er da hinten macht. Gut, sieht aber schick aus. Vielleicht muss das noch dahin. Nee, dann geht das ja wieder kaputt, ne? Mache ich mal einfach dahin. Vielleicht reißen wir das auch wieder nachher ab. Ja, das machen wir jetzt am besten, glaub schon. Das haben wir ja letztes Mal schon mal falsch gemacht, oder wie war das? So, und dann schalten wir wieder darum um und dann müssen wir die Felder wieder auffüllen hier. So, jetzt passt's. Die Autos drehen hier alle um. Ah, guck, da unten hat sich schon was gebaut. Allerdings fehlt es da an Strom natürlich, ne? Ist klar. Gut. Müssen wir mal schauen mit der Zeit, ob das was wird oder nicht. Das ist, glaube ich, auch noch der blaue, ne? Genau. Baut denn einer auf dem gelben? Ja, hier auf der Ecke, da wird jetzt eine Agrarindustrie gebaut. Amis Bäckerei. Industriegebäude im Bau. Ja, da müssen wir mal schauen, ob das was wird, ne? Nicht genug Strom. Ja. Unser Stromproblem ist noch da. Gut. Aber wir können das ja mal lösen, indem wir ganz einfach hier ein Windrad hinsetzen. Und zwar vielleicht hier so, oder? Komm, machen wir mal ganz einfach. Schön ist das nicht, weiß ich auch, aber soll ja nicht schön sein, sondern Strom liefern. Ah, da dreht sich das Rad jetzt an. Und schon haben die ersten hier ihren Strom. Ah, guck, hier hinten hat es auch schon geklappt mit der ersten Anbindung. Also alles im grünen Bereich. Gut.
Ich denke, dann können wir das erstmal laufen lassen hier in dem Sinne. Was wir überlegen sollten, dass wir Wohnungen kriegen noch. Da hinten, ja, eine Reihe wäre noch. Wie sieht's hier vorne aus? Da ist alles Agrar. Ist schon wieder zu fraglich, ob das nicht hier so ein kleiner Abstand schlecht ist, ne? So. Hier vorne könnten wir wohntechnisch noch vielleicht was machen. Das weg. Und vielleicht eine Straße da rein. Die hier losgeht. So, so. Ja, die Straße machen wir gleich wieder weg, weil ich sehe schon, wir haben die falsche ausgewählt. Oder wir können die auch upgraden, ne? Geht ja auch. So. Dann bleiben wir auf der Straße drauf und bauen die weiter. So, hier wäre jetzt zu überlegen, was passiert mit der Straße dann da, ne? So, lassen wir es erstmal. Gucken, wie die Versorgung aussieht. Strom kommt gleich von alleine. Wasser ist noch entscheidend, aber da ist sogar auch noch Wasser bei. Ja, das war jetzt ein bisschen viel. Passt. Weg. Und dann müssen wir noch sagen, was da hin soll, ne? Ja, machen wir jetzt hier erstmal Bebauung hin. Drehen wir um. Das können wir alles so machen. Gucken, ob da auch welche einziehen wollen. Das ist ja auch noch die Frage dann, ne? Die lassen wir frei. Und da kommen so schöne Blocks dann hin. Ja, kommen schon. So ist ja nicht. Gut. Dann brauchen wir noch einen Bulldozer wieder. Ein paar Häuser abreißen. Da wird der Müll nicht abgeholt. Hier unten ist auch noch ein Gebäude, aber ich weiß auch nicht, welches das ist. Ja, das ist gleich das Eckgebäude hier, ne? Genau so ist es. Das auch weg. 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 Oh, da sind ganz viele wegzureißen immer, ne? Irgendwas passt mit unseren Mitarbeitern nicht. Die sind wahrscheinlich falsch ausgebildet oder so. Da müssen wir drauf achten. Okay. Sonst läuft's eigentlich, ne, oder? Hier unten war noch Industrie, da ist bestimmt auch noch was abzureißen dann, ne? Da wird der Müll gerade nicht abgeholt, da unten ist noch eine tote Industrie. Ja, da ist schon ein bisschen besser hier unten. Ja, sieht doch eigentlich insgesamt ganz nett aus hier.
Hier oben ist auch alles gut. Da ist noch einer. Sonst geht's. Hier ist auch zu. Ah, hier sind noch ein paar Schöpfe aus, ne? Da auch. Müssen wir abreißen. Aber kommt schon, passt schon. Gut. So, dann gucken wir mal da hinten hin, wie es da aussieht. Abreißen machen wir erstmal aus. Ah, hier sind schon wieder welche, na, aber egal. Wie entwickelt sich das Ganze hier? Das ist die Frage. Was haben wir hier für Problematiken? Das ausmachen, da anklicken. Und was nicht genügend Arbeiter. Ja, was wollen die denn da für welche? Mehr Arbeiter brauchen die. Und die wollen ungebildete Arbeiter vor allem auch haben. Wie sieht es hier aus? Auch ungebildete. Die sind ja gerade hierhin unterwegs, die, ne, oder? Ungebildet ist auch einer drin. Das heißt, wir machen mal die andere Straßenseite auch noch damit. Da lasse ich mal weg hier irgendwie. Ich weiß noch nicht, was da mit den Straßen nachher werden könnte. Hier ist auch frei zulassen, finde ich. Und da. Dann gucken wir mal, dass da noch mehr ungebildete Arbeiter kommen. Ja, hier können wir dann noch an der Kreuzung ein bisschen auf Kommerz setzen. So, denke ich mal. Freut sich der Kommerz auch. Hier machen wir noch einen mehr bei. Geht der auch? Nein, der geht nicht. Und da müssen wir dann überlegen. Was ist hier da? Nee, da geht nicht, wegen Straße und so. Hier hinten werden jetzt was für Leute gebraucht? Alles ungebildete Arbeiter. Ja, da müssen wir dann überlegen. Wie sieht's hier mit der Bebauung aus? Ja, hier vorne wäre doch ein super Wohngebiet hinzubauen, oder? Und zwar... Ja, fangen wir mit der Straße an. Gehen wir bis dahin. Dann müssen wir da einen hoch. Oh, ich glaube, ich bin schon zu knapp drunter gebaut, ne? Oder? Wahrscheinlich, das geht dann nicht. Ah, warte mal, da. Ne, da haben wir schon zu stark da dran gebaut. Da müssen wir was wegreißen. So, und dann den Bagger wieder aus. Und dann hoch. Macht er das jetzt auch, oder? Ah ja. So, da einen hin. Und da einen hin. Dann machen wir noch eine kleine Brücke daneben und dann gehen wir runter. So, wunderbar. Ja, und dann müssten wir überlegen, wie wir hier weiter vorgehen, ne? Wieder die Straße dran. Und dann soll es erstmal genügen. Komm, weg her. Gut. Ärztliche Versorgung. Ich baue hier mal definitiv da ein Krankenhaus hin. Hier so. Und wenn wir schon da sind, ne? Können wir hier irgendwo auch einen Friedhof hinbauen. Dann haben wir das auch schon mal.
Feuerwehrtechnisch sollten wir auch was tun. Eine Hauptwache. Bauen wir hier gleich neben das Krankenhaus. Und Müllabfuhr. Sollten wir vielleicht auch uns gleich drum kümmern. Dahin. So. Jetzt fehlt uns das Wasser noch. Geht bis dahin. Feuerwehr ohne Wasser, ne? Das ist ganz schlimm. Passt. So ist nur die Frage, ob genug Wasser da ist, ne? Aber sonst sieht's gut aus, oder? Oh, guck mal, hier haben wir ganz viele Möglichkeiten mit Wind. Dann sollten wir das doch mal gerade hier favorisieren, oder? So. So, soll erstmal genügen. Da müssen wir nur von da nach da Strom legen. Dann sollte das Thema hier auch durch sein, oder? Genau, ist es auch. So, und dann brauchen wir Wohnflächen. Das lassen wir frei. Kommen noch ein paar Geschäfte an die Kreuzung. Hier fangen wir dann mit größeren an. Ja, das sieht doch ganz gut erstmal aus. Wollen wir hoffen, dass da gleich welche einziehen. Strom haben wir ja, Wasser ist da. Das erste Gebäude wird hier gebaut. Eine Residenz. Und dann sollten wir hier auch irgendwann die ersten Bewohner haben. Mehrere Probleme. Kein Wasser. Achso, ja, die sind auf der Seite dann. Mhm. Ja, lassen wir erstmal so. Sollte reichen, ne? Auch ausmachen. Ja, da fahren ganz viele Krankenwagen durch die Gegend. Auch interessant. Und hier in der Ecke produziert sich schon was, ne? Obwohl da auch schon leere Häuser sind. Aber ich denke mal, für die Folge soll es auch schon wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.